Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News, Leute. Heute fangen wir damit an, dass Apple neulich erstmal ein GS von einem YouTuber für 2,4 Millionen gekauft hat, was mal nach meiner Meinung eigentlich schon wieder ganz schön überteuert war. Aber ich sag mal, dieser YouTuber hat natürlich auch seinen YouTube-Channel gesagt. Ich meine, wenn man bei Apple ist, wieso sollte man das nicht sagen? Und dieser YouTuber, ja, war erstmal bei 1K, so. Und danach, als ich später drauf geguckt habe, ist er jetzt fast schon bei 3K. Leute, der hat fast 2000 Abos nur durch abgemacht. Also auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Also Leute, ihr wisst ja, dass Apple neulich auch Scammer geklärt hat. Also richtig Hardcore-Scammer, die wirklich um Millionenbeträge gescammt haben. Dieses von 1 Bombe von dem GS, ja. Leute, ich kannte nicht den 1 Bombe, aber ich kannte den Vorbesitzer Make It Happen, Leute. Make It Happen, müsst ihr wissen, größter Scammer auf FIFA Games, der hat schon so viel gescammt, auch mit Zwiebacks. Zwiebacks hat ja gemeinsame Sache gemacht. Die haben schon insgesamt, glaube ich, einen Gesamtwert von 5 Millionen oder so insgesamt gescammt, Leute. Ich will euch jetzt nicht die Vorgeschichte erzählen. Auf jeden Fall denke ich, warum war nicht Make It Happen auf dem allerersten Platz da? Weil das Ding ist, der hat viel mehr gescampt als diese 1 Bombe. Kann ich mir gut vorstellen, Leute. So Leute, dann war auch mal zwischendurch, sind hier mal wieder die Server ein bisschen, haben so rumgespackt an dem einen Tag. Da habe ich mir so gedacht, ja, ich habe doch erst neulich ein Video von Sorry for Click gesehen, wo der gesagt hat, dass der irgendwie nur einen Plan hat, um Griefer Games zu zerstören und dass der erst zu 35% fertig ist. Und da genau an diesem Tag, wo dieses Video rausgekommen ist, sind auch, glaube ich, oder einen Tag danach, sind denn die Server teilweise offline gegangen, teilweise richtig hardcore gecrashed. Ja. Leute, und angeblich soll auch bald ein neues City-Build kommen, was eigentlich noch rein logisch ist, was ich auch schon mal vor Wochen angesagt habe. Weil das Ding ist, Griefer Games bekommt in letzter Zeit immer mehr Spieler. Ihr guckt jetzt mal auf City-Build 8, sind jetzt schon 113 Spieler online an diesem Morgen, Leute. Aber na gut, wir haben auch gerade Ferien. Aber es ist keine andere Sache. Griefer Games bekommt immer in letzter Zeit viel, viel mehr Spieler. Und deswegen ist es auch noch rein logisch, wenn man hier ein neues City-Build hin macht. So Leute, denn wurden gestern am 16. April neue Dinge beschlossen, für inaktive Grundstücke, wie man die clearen lassen kann. Und zwar sind die Voraussetzungen dafür, dass das Grundstück einmal nicht wertvoll sein darf und dass es der Spieler mindestens 3 Monate nicht online war. Und Mods können Grundstücke schon clearen, wenn sie ein Spieler 1 Monat nicht online war. Aber ich denke mal, dass bei mir ist was Wertvolles drauf, Leute, deswegen wird das nicht so schnell geklärt. Aber falls ihr inaktive Grundstücke habt, könnt ihr die jetzt schnell clearen lassen, wenn ihr einen Mod findet. Und ich wollte euch nochmal was sagen, Leute. Es gibt natürlich noch andere Voraussetzungen, aber das bezieht sich jetzt einmal auf Spawnplots und so, und die lese ich jetzt mal nicht vor. Und zwar sind jetzt fast alle Supporter zu Moderatoren aufgestiegen. Zum Beispiel Devil Gaming oder Tata. Kennt ihr sicherlich alle Leute, die zu Moderatoren aufgestiegen sind. Was mich eigentlich nicht verwundert hat, weil das sehr kompetente Supporter sind in meinen Augen. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an euch, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Griefer Games News gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo lassen und gerne mal die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.